Hallihallo, ihr Lieben, zu Part 4 von. Ich muss mich ja schon an diesen Titel gewöhnen. Legenden eines Vampirs. Wir haben ja beim letzten Mal uns Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt vorgehen, wenn unsere liebe Diara dieses Training macht, ob sie jemanden verwandelt oder nicht verwandelt. Sie hat auch plötzlich einen großen Hunger gehabt und hat einen Zivilisten attackiert und ausgesaugt. Und wir haben auch den ersten, also den zweiten Rang erreicht. Wir können jetzt na bald auch theoretisch, wenn wir noch einen Machtpunkt bekommen, Sims verwandeln. Und dann kam mir jetzt die Idee, als Fladdlaus Straut angerufen hat, dass wir den doch einfach mal hier auf unser Grundstück einladen können. Der könnte uns ja auch trainieren. Er labert uns ja eh die ganze Zeit zu. Guck, da ist er ja auch schon. Und darum, dann könnte er uns ja praktisch. Wir lernen ihn erstmal kennen. Und dann könnte er uns ja theoretisch vielleicht trainieren. Ich habe nämlich noch eine kleine, bisschen besondere Geschichte in Hinsicht auf Ladelaus Traut geplant. Dazu werde ich euch jetzt aber erstmal noch nichts verraten. Zu gegebener Zeit dann. Aber genau. Es wäre ja dann schon nicht schlecht, wenn er uns vielleicht so. Wenn er uns so ein bisschen trainiert oder so. Ja, dass er uns. Ah, hier. Um Vampirtraining bitten. Aha, eine Dame schläft in unserem Bett. Herr Straude, könnten wir bitte. Nox, ist vielleicht besser, wenn du das nicht mitkriegst. Dass ich anders bin. Wobei es, wenn er merkt, dass ich anders bin, er kommt dazu. Und davon nicht abgeschreckt ist, dann ist er vielleicht genau der Richtige, oje. Guck, er steht daneben. Bisher ist er noch nicht wirklich abgeschreckt davon. Warte mal. Er trainiert uns ja jetzt. Was sind jetzt unsere neuen Aufgaben? Wir sind jetzt bei Teil 2. Ne, oder haben wir 2 Teile geschafft? Ist manchmal bin ich verwirrt. Level 7 der Vampirsaga-Fähigkeit haben wir. 3 Vampire im Kampf besiegen. Obervampirin werden. Müssen es 3 verschiedene Vampire? Obervampir werden. Okay. Wir können ja dann ihn auch mal nach einem Vampirkampf fragen. Vielleicht tun wir erst noch einmal. Hä? Achso, warte mal. Dunkle Meditation machen, weil wir. Unsere Vampirenergie geht langsam, neigt sich langsam auch dem Ende zu. Ich müsste mich einmal kurz ausruhen. Nox, gerade echt ungünstig. Wie macht man denn das? Oder können wir noch keinen Vampirkampf gegen den machen? Ist er zu stark für uns vielleicht? Man weiß es nicht. Aber wir bräuchten jetzt gleich mal eine Dusche. Dann können wir mal unser Bild noch fertig machen. Ah, es traut und hält sich jetzt mit ihm. Aber es ist interessant, dass der nicht irgendwie panisch oder so geworden ist. Oh, wir haben irgendein Merkmal. Wir sind schwer beeindruckt von Fladelaus Straude. Sind immer noch sehr K.O. Wir können nicht schlafen, weil die in unserem Bett liegt. Und wir können auch mit ihm keinen Kampf machen. Wir können mal einen Vampirwitz. Mal auf, solange der noch da ist. Vielleicht. Über Vampire tratschen.
Eigentlich ist es doch, glaube ich, hier. Ist es bei gemein? Ich glaube, das ist ja eigentlich in der Hinsicht. Wir zeigen mal unsere Kräfte. Zeigen ihm doch nicht unsere Kräfte, weil er weggeflogen ist. Ist ja dieses Teleportieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, dass wir das hier vor allen machen. Vielleicht tun wir jetzt doch mal unser mathematisches Dings. Weitermalen. Max möchte mit uns reden. Vielleicht kommt er jetzt so und fragt so, ja, du, ich habe davor was beobachtet. Sag mal, was hat es mit dem Ganzen auf sich? Und sie versucht jetzt erstmal so ein bisschen drumherum zu reden und sagt so, weißt du, es ist ein alter Bekannter. Und wir machen immer so ein bisschen so Scherzchen, so als hätten wir halt so übernatürliche Kräfte, weißt du? Und ja. Da war sonst nichts weiter. Ist einfach nur so ein kleiner Joke zwischen uns beiden, zwischen meinem alten Freund Fladi und mir. Also, Nox macht dir da nichts weiter draus. Alles gut. Ach, das muss ich nach. Diese Frau, die will sich immer prügeln. Jetzt sehen wir mal. Sprechen wir über den bewölkten Himmel, von Interessenschwärmen. Und reden ein bisschen über die Arbeit. Irgendwie kann ich den hier nicht weghauen. Ich würde den gerne wegmachen. Ich will nicht mit diesem Nox mich an mit diesem Travis plaudern. Fragen ihn mal nach seinem Tag. Wir theoretisieren mal über Aliens ein bisschen. Aber die ganze Nacht durchgemacht. Vom Malen schwärmen, was ja unsere große Leidenschaft ist. Oh, wir sind stark konzentriert. Wenn wir heute nicht in der Arbeit befördert werden. Oh, wir haben Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Hoppala. Dann reden wir mal über nachhaltige Lebensweisheit. Wir müssen eh bald wieder zur Arbeit. Können wir nochmal meditieren? Ich glaube, das behalten wir, das bringt nicht viel Geld. Wir haben ja gerade ein bisschen. Aber ich glaube, immer wenn wir so einen Punkt erreichen, dann kriegen wir doch. Jetzt greift ihr den Typen schon wieder an. Kann man da irgendwie so einzelnen Personen. Man kann das gesamte Ding abbrechen, aber kann man auch so einzelnen Personen sagen, ey. Denkt sich auch nur so. Und sie schimpft immer mit ihm. Vielleicht ist es auch diese Schreckschraube da. Wir versuchen die mal zu beruhigen und sagen ja, hier, so wird sich nicht in meinem Haus benommen. Jetzt
kriegt sie den Froststrahl ab. Tiara hat eine große Sozialverbindung geknüpft. Sie wird der richtige Insider im sozialen Geflechte. Ja gut, wenn sie ein Insider ist, warum nicht? Können wir rahmen mal den Leinwand, unsere Leinwand noch? Wir reden mal noch mit ihm über die Arbeit. Dramatische Geschichte erzählen wir ihm. Insider-Story. Wir entschuldigen uns für was wir uns auch immer entschuldigen müssen, weil er hier in unserer Wohnung sich prügelt. Wenn dann muss er sich eigentlich ja bei uns entschuldigen. Und dann müssen wir, ich glaube, bald zur Arbeit. Arbeiten wir noch von 10 aus? Ja, ich glaube, bei der Karriere verändern sich die Arbeitszeiten gar nicht. Jetzt muss ich noch ein bisschen zocken. Nachhaltig leben. Eureka. Tiara hat die Werte eines nachhaltigen Lebens erkannt. Sie sollte die Erkenntnisse nutzen. Okay. Hat die uns das blöd angemacht? Die fliegt ja gleich wirklich aus der Wohnung. Ah, es ist wieder weg. So ein Glück für sie. Wenn die sich nicht bald benehmen, fliegen die nämlich alle raus. Guck mal, wie die guckt. Ich glaube, wenn die sich noch einmal prügeln, sagt sie so zu Nox, ey du, nicht persönlich nehmen, aber deine Mütter oder welche Beziehung ihr auch immer zueinander habt, Frauen? Keine Ahnung. Ja, isst doch was. Du kannst ja doch was kochen. Na, jetzt ist da was. Die benehmen sich unter aller Sau. Die fliegen jetzt hier raus. Ihr könnt gerne mal wieder zu Besuch kommen. Du kannst gerne mal wieder zu Besuch kommen, aber ohne sie. Guck mal, jetzt ist er wütend. Mei. Ja, wir gehen mit. Und hoffen, dass die Leute sich ein bisschen beruhigt haben, bis sie von der Arbeit zurückkommen. Beziehungsweise Nox wird wahrscheinlich auch zur Arbeit gehen. Hoffen wir es mal. Tägliches Experimentieren. Ein Metall analysieren, ein Element analysieren. Wir haben kein Element. Und da ist die Saphir. Die Kollegen um ein Metall bitten. Bitten wir erstmal wieder um ein Metall. Freundlich. War es bei Smalltalk? Nee, das war bei Interessen, glaube ich. Um ein Metall bitten. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Nox angefreundet hast. Ja. Metall analysieren. Ey, die stehen alle hier an den Analysegeräten. Schweinerei. Ja, ich habe kein getestetes Serum. Ah doch, ich habe doch noch das Rotzeug, oder? Rot- und Heißzeug, oder? Magst du mal das testen? Meine gute Freundin. Ich habe da so ein Getränk erfunden. Möchtest du es für mich testen? Wir sind doch alte Freunde. Okay, wir sind jetzt noch nicht so enge Freunde, aber wir werden bestimmt irgendwann engere Freunde. Kollegin kennenlernen. Reden mal noch über Farbtheorien. Ah, das macht einen unwohl. Wir lernen sie noch ein bisschen kennen. Du
Kann noch ein bisschen über ihre Interessen, Tag verschönern. Wir zeigen ihr auch mal ein paar Fotos. Ah, sie möchte jetzt mit dem Erfindungsbauer brainstormen. Und nee, plaudern. Nicht brainstormen. Nee, weil wir vielleicht gehen wir erst analysieren. Wir müssen was? Ein Metall analysieren. Ich glaube, das sind hier alles Metalle. Ein Element haben wir halt keins. Und dann plaudern wir mit dem Roboter. Na! Hi. Freue mich auch, dich zu sehen, aber ich bin Erster. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Supriya Delgado. Irgendwann merke ich mir bestimmt deinen Namen. Aber aktuell ist es mir noch ein bisschen schwierig, mir deinen Namen zu merken. Aber gratulieren ihr auch mal zu ihrem neuen Shop. Über warme Temperaturen. Gut, sie will nicht, dass man hier reden mit ihr mal, was sie so über die Kollegen sagt. Frucht oder Blume analysieren. Unsere Warteschlange ist voll, dann reden wir doch nicht mit ihr. Eine Flora, also was? Eine Frucht oder Blume analysieren. Ein Gänseblümchen. Was möchtest du? Supriya? Was auch immer sie gesagt hat, es schien positiv gewesen zu sein. Kollegin, um einen Kristall bitten. Elois, meine gute Freundin. Ich bräuchte noch ein Kristall, wenn es in Ordnung ist. Weil ich würde gerne heute befördert werden. Ich bin heute auch konzentriert. Ich habe heute die ideale Stimmung konzentriert. Ich weiß nicht, ob ich noch konzentriert... Ah, nein, ich bin nicht mehr lange konzentriert. Aber in der Theorie war ich konzentriert. Ein Kristall analysiert. Sag mal, analysieren wir heute nur Sachen. Ah, guck mal, jetzt haben wir ein Element. Selibidium-Dingsbums analysiert. Und den Feueropal analysiert. Ja komm, wir haben dir doch schon mal nach Gehalt gefragt. Komm. Ideen mit Supriya Delgado teilen. Supriya. Supriya, where are you, meine gute Freundin? Hier. Ideen teilen. Freundlich. Interesse. Ah, Smalltalk war das, glaube ich. Nein, auch nicht. Wenn ich mir das nur merken würde, wo das immer ist. Freundlich. Ich hatte aber gesagt, dass das... Ah, hier, über Interessen reden. Ah, nee, Ideen, nicht Interesse. Die fündige dann... Ah. Einen Kollegen einfrieren. Schon wieder. Weiß nicht, ob ich schon wieder einen Kollegen eingefrieren lassen will. Aber naja, wenn dann wieder die gute Dame, die war ja schon das letzte Mal das Opfer. Es tut mir echt aufrichtig leid. Warte mal. Hier, Froststrahl. Also es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber wenn... Dann immer dieselbe, damit die anderen nicht alle nersch mit mir sind. Falls sie überhaupt darüber nersch werden. Sie sagen mir, sie hat sich freiwillig bereit erklärt, für die Simsway-Tests als Testopfer dazustehen.
eine Pflanzenprobe mit dem Mikroskop analysieren. Pflanzenprobe analysieren. Weil es da drüben, wenn wir jetzt darüber gehen, ist da drüben vielleicht auch eine Pflanzen. Ah ja, hier ist auch eine. Gehen wir da hin. Da müssen wir nicht ständig hin und her und rum und rum. Hi, meine gute Freundin. Supriya. Ich sage den Namen jetzt ganz oft, damit ich mir bald merken kann. Gut. Meine gute Freundin. Weil so ein gutes Verhältnis haben wir noch gar nicht. Aber es wäre natürlich auch eine Challenge, dass sie vielleicht mit Nox will sie auch plaudern, dass sie vielleicht am Schluss versuchen muss, immer ein recht gutes Verhältnis zu all ihren Arbeitskollegen zu haben. Wenn sie dann irgendwann auch mal einen anderen Job annimmt, zu dem man aktiv hingehen kann. Wer weiß, ob wir ich auch mal Jobs annehmen, wo wir nicht aktiv hingehen. Solltest du sie nach ihren Interessen fragen. Wir wollen ja. Na toll. Jetzt hat sie alles abgebrochen. Ah nee, doch, sie hat es abgeschlossen. So lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, das geht dir genauso. Ja. Mit Nox blau an. Nox wird wahrscheinlich wieder hier an seinem wohlvertrauten Platz stehen. Sitzen. wir können ihn ja mal den Tag verschönern dann. Und über die Arbeit reden. Wir haben ja einfach schon wieder den Haupttagesablauf hinter uns. Forschung von ihr haben spektakuläre Resultate eingebracht. Ein Sammelbild in ihren Entdeckungen wurde in ihrem Inventar hinterlegt. 200. Einfach 200 irgendwas wert. Krass. Oh, jetzt sind wir sehr inspiriert. Okay, das können wir ja mal machen, ein Bestreben zu erfüllen. Oh, wir sind gute Freunde geworden. Und wir haben einen guten Ruf erhalten. Wir reden noch ein bisschen über die Arbeit, über die Farbtheorien. Und nachhaltige Leben. Wobei, das haben wir ja erst am Chemielabor experimentieren. Chemielabor, ist es das hier? Ich glaube. Mit Nox über Kollegen tratschen. Ist ja eigentlich etwas, was ich nicht so gerne mache. Also, nicht so gerne mache. Was ich eigentlich überhaupt nicht mache, so über andere reden. Nee, das bin ich gar nicht. Diara kann jetzt anspruchvolle Pop-Art-Gemälde, mittelmäßig schwere und surreale und schwer impressionistische Gemälde anfertigen. Haben wir eigentlich hier schon 2900? Boah, wir können uns sogar so Uni-Dinger kaufen. Belohnungsstore. Aber erstmal brauchen wir noch keine, glaube ich. Aber wir haben schon wieder bald Durst. Können wir wieder. Ah, wir können hier einen von denen auf jeden Fall mal Plasma weiter machen. Und dann können wir vielleicht den hier mal noch züchten mit. Den hier. Haben wir einen neuen Frosch bekommen? Ja. Sonnenfrosch. Okay, mit dem Brainstormen. Wir noch schaffen. Auch rein theoretisch haben wir alle Aufgaben erfüllt. Vielleicht langs. So, geh noch ein bisschen brainstormen. Wahrscheinlich kommst du genau dann in dem Moment da an, wie die Zeit rum ist. Naja, du kannst noch eine halbe Stunde brainstormen. Ich würde sagen, ist besser als nichts. Gibt es irgendeine Fähigkeit?
Aber wir haben halt einfach Vampir-Saga-Fähigkeit schon abgeschlossen. Level 7 der Maler-Fähigkeit, Level 4 der Logik, Unternehmer 3, Charisma 2, bisschen Fitness. Durch das ja, Neid ein paar Ersatzteile erhalten. Ich finde immer noch cool, dass das einfach 220 Simoleon bringt. Und unkonzentriertes Dekor. Kann man das auch hier? Das kann man sogar hier. Boah, das ist aber riesig. Platzieren, um hier konzentriert zu werden. Ja! Wir haben heute fantastische Arbeit erledigt und wurden befördert. Wir kriegen 7 Simoleon mehr pro Stunde. Wir haben einen Boni von 256 Simoleon erhalten. Eine Tischlampe, fliegende Untertasse und neue Kleidung. Wir wurden befördert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nochmal zu Nox. Oh nein. Wir brennen. Wir müssen schnell ins Haus. Schnell rein. Rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Und dann trinken wir mal unser Süppchen. Und dann malen wir noch ein bisschen. Wir sind gerade so inspiriert. Wir müssen malen. Und hoffen einfach, dass unsere Mitbewohner sich benehmen. Und vielleicht kannst du danach nochmal deine dunkle Meditation machen. Vielleicht schleichen wir uns dann noch klein noch mal raus und tun noch mal jemanden. Wir haben schon wieder ziemlich Durst. Guck mal, da ist unser Freund vom letzten Mal. War das nicht der Christian Schwarz? Vom Namen her und der Frisur her könnte das sein. Achso, okay. Schade, wir können nicht noch mal von ihm trinken. Das ist ein Teenager, oder? Ja, das ist Cassandra Kruse. Juniper. Wir haben uns einfach noch nicht unter Kontrolle und gehen noch mal trinken. Wir müssen erstmal uns kontrollieren, lernen. Wie sie uns beobachtet. Wir sind ja noch mitten darin, unsere eigenen Fähigkeiten selber zu kontrollieren und wir merken halt, dass diese Plasmabeute uns nicht sättigen. Und wir halt echt dieses Problem haben, dass wir halt jetzt Menschen gerade zu Besuch haben. Und wir ihren Duft und wir wollen sie halt nicht verkraulen. Wir wollen vor allem den Ding nicht verkraulen. Und deswegen. Lauf einfach weiter, lieber Postbote. Mal gucken, ob das ein böser Mensch ist. Ja. Ah, jetzt. Oh, wir haben 4 Machtpunkte. Oh, und unser Ruf ist wieder runtergegangen. Glaube ich. Oder so, keine Ahnung. Pferdeliebhaber, selbstsüchtig. Ja, der ist selbstsüchtig. Der ist auch noch böse. Warte mal. Frage halt, taucht der dann hier wieder auf, wenn wir ihn beißen würden? Passt mal auf. Weil wir haben ja jetzt genug Punkte. Das ist ja ein schlechter Mensch. Vampirerschaffung. Was war das mit dem Knoblauch? Werde immun gegen die negativen Auswirkungen von Knoblauchobjekten. Kontrolliere die Gedanken aller Sims. Gewinne häufiger Kämpfe und trainiere effektiv. Ich glaube, das würde ich als nächstes machen. Weil sie will ja stark und unbesiegbar sein. Dann glaube ich, wäre das, glaube ich, was sie auch machen würde. Vampirische Stärke. Wobei vampirischer Charme.
glaube ich, auch was wäre, wo sie, also ich glaube, die beiden hier wären so Punkte, wo zu ihr passen. Also dieses Stärke, weil sie wäre unglaublich stark wären, aber vielleicht auch ein bisschen manipulativ. Weil da wäre ja natürlich das Kontrollieren auch was Gutes. Sie hat jetzt noch einen Punkt, den nehmen wir mal noch auf. Also, den jetzt. Sie sich um ihn kümmern. Weil er hasst uns. Es ist so gut, wenn wir ihn verwandeln, wenn er uns hasst. Doch. Komm. Achso, sie muss erst noch ihr Buch verkaufen. Ihr Bild. Nicht ihr Buch. Jetzt. Der ist büßen. Wow, jetzt kommen wir. Und das ist der Nächste. Der ein Problem mit uns zu haben scheint. Weil er uns hier so beobachtet, darf er gleich als Nächstes dran glauben. Oh je. Tsubasa. Wie hieß der nochmal? Haruto. Trage die Nase nicht so hoch. Anscheinend ist Yara nicht gut mit einem besonders egoistischen Sims ausgekommen. Egoistische Sims haben hohe Ansprüche und eine noch höhere Meinung von sich selbst. Oh, ich mag egoistische Menschen auch nicht. Das passt ja eigentlich perfekt zu mir. Sie versucht häufig, ihren Reichtum und Besitze zur Schau zu stellen und setzt hohe Erwartungen in jedes Erlebnis. Ein Sim findet verlerft töten. Ja, ich mag tatsächlich so Menschen auch nicht. Können wir den auch noch verwandeln? Hat die Essenz eines Vampirs verzehrt und wird in ein paar Tagen verwandeln. Wobei das scheint ja irgendwie kein so... Ah doch, der mag uns auch nicht, aber nicht so arg wie der andere. Sie dreht jetzt halt gerade durch, weil sie Panik bekommen hat. Jenny Wagner. Und deswegen verwandelt sie die jetzt. Hat die Jenny Wagner jetzt einen negativen... Nee. Die hat es jetzt halt auch gesehen. Ah ne, jetzt können wir nicht mehr, okay. Ihr Glück. Ihr Glück, dass wir nicht mehr können. Aber können wir von ihm noch rausfinden, was er für Merkmale hat? Ich glaube, das wissen wir noch nicht. Ah, können wir nicht machen, okay. Und dann würde ich nämlich, glaube ich, den Part beenden. Ich sehe nämlich gerade, wir sind schon wieder über 30 Minuten. Oh, ein Dieb. Na toll. Kleptomatisch, hundefreundlich, tollpatschig. Aber sie ist jetzt halt total durchgedreht, weil die halt alle gesehen haben. Aber die können wir nicht verwandeln, oder? Die hat es jetzt halt auch gesehen. Nee. Aber wir könnten auch ihre Persönlichkeit entblößen. Sie dreht jetzt halt ein bisschen hohl, weil die jetzt alle halt gesehen haben, wie sie im Blut gesaugt hat. Und sie hat jetzt so ein bisschen Panik, dass sie auffliegen könnte hier in dieser Welt. Ist jetzt, und eigentlich wollte sie ja noch länger hier bleiben und nicht gleich wieder weggehen müssen. Und jetzt hat sie halt natürlich ein bisschen Angst, was passieren könnte, wenn jemand sie findet oder wenn die jetzt sich vielleicht noch an die Taten erinnern und sich rumspricht und sie dann wieder woanders hin muss, was sie eigentlich nicht will. Sie will ja eigentlich hier bleiben. Ah, ich bin so stolz. So langsam hast du den Dreh mit dem Pirismus raus. Ich würde mich freuen, dich unter meinen Fledermausflügel zu nehmen und dir mehr über die Nacht zu erzählen. Wie wäre es, wenn ich mal bei dir vorbeifliege? Ja, komm mal vorbei. Chaotisch, unberechenbar, oh je. Die ist natürlich eine Gefahr. Aber ich würde jetzt sagen, mit dem lieben Fladilaus, der ja jetzt wieder mal zu Besuch ist, sprechen wir dann beim nächsten Mal wieder. Wir sind jetzt auch hier vor dem nächsten Punkt kurz davor. Wir kommen ja recht gut vorbei. Wir haben jetzt ein paar Vampire vielleicht verwandelt und können dann hoffentlich bald auch vielleicht Vampirkämpfe machen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch weiter, der Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao!